Moin Leute, Trimax hier. Das große Minecraft-Sommer-Update kam gerade raus, das werden wir jetzt sofort zocken. Das ist der erste Teil vom insgesamten Update. Das ist der zweite Teil, der noch heftiger wird. Der wird erst im Winter kommen. Wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren. Craft Attack wird dieses Jahr auch noch gespielt. Also, wenn ihr Minecraft feiert, wird auf jeden Fall wieder kommen. Wir gucken uns ganz kurz den Trailer an, was alles in Part 1 drin ist. Und dann gehen wir rein ins Game mit G-Time, Rumatra und Chef Strubel. Cheetah hat ja schon gesagt, es sind Ziegen drin, damit kann man Leute wegcrashen. Aber das werden wir so machen: dicke, fette Ziegenform. Okay. Es gibt. Die haben wir jetzt ja gar nicht gesehen, ne? Zwei neue verschiedene Höhlen. Wie sauer ist die Ziege, ey? Man hat nur die Ziege gesehen. Es gibt neue Materialien, Kupfer und die ganze. Man hat nur die Ziege gesehen. Hallo? Hallo? Was ist das für ein Trailer? Man hat nur die Ziege gesehen. Ja, finde ich aber geil. Ja, ich muss sagen, hat mich auch abgeholt. Ich will jetzt schon auch so eine Ziege haben. Hab. Let's go, Romata. Chillig, dass du den 55-Sekunden-Trailer 12 Minuten geschaut hast. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Okay, dann join Server in 3, 2, 1, join. Okay, so ready bin ich auch nicht. Mein Minecraft. Ich bin drauf. Ey, wir sind im Dorf gespawnt. Absicht? Nö, das ist random. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Gar nicht mal so gering. Okay, ich fand's voll krass. Ich hab die ganzen Basics noch so drauf. Irgendwie, ich finde irgendwie in Minecraft reinstarten ist immer irgendwie was Geiles, oder? Mhm. Bisher haben wir einen clean Start. Bisschen Speedrun-mäßig. So, jetzt hier. Ah, so. Wie mache ich nochmal das Inventar auf? Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit Sachen, wie Sachen gehen. Ich drück die ganze Zeit irgendeinen random Scheiß. Mit E öffnet mein Inventar. Ich mache mir eine Holzschaufel und mit dieser Holzschaufel komme ich zum Stein. Und mit dem Stein mache ich mir eine Steinschaufel. Ohne Witz, das ist, glaube ich, mein cleanster Minecraft-Start bisher aller Zeiten. Ach nee, wie kann ich jetzt. Ich hätte mir noch eine Picke machen müssen. Kann man Stein mit Hand abbauen? Ich glaube nicht. Nee, Stein kannst du nur mit einer Holzspitzhacke mindestens abbauen. Bei einem anderen geht er kaputt. War doch nicht mein cleanster Start. Hm. Ja, ist halt ein durchschnittlicher Start. Okay, lass uns erstmal einen geilen Spot suchen, wo wir uns niederlassen. Ja, aber Max muss derjenige sein, der damit zufrieden ist am Ende. Ja, ja. Kurze Frage. Ja? Klassiker. Oh, oh, oh. Helf dir mal ganz kurz. Hat sie nicht noch irgendwo ein bisschen. Hab's. Kann man rohes Fleisch essen? Kannst du, aber das bringt nicht so viel. Okay, also halten wir fest, bevor Rumatra das auch nicht weiß: Pferde und Kinder geben kein Fleisch. Pferdekinder? Nein, Pferde und Kinder. Ach so. Okay, Rumatra? Ja, hast du gut rausgefunden. Gut recherchiert, Max. Alles im Namen der Wissenschaft. Ich brauch Essen, ich dreh durch. Wieso, was ist das denn? Wie können wir jetzt essen? Wo ist Inventar? I? Nee. Q? Ups. Oh, da ist, glaube ich, Kohle, wenn ich es richtig gesehen habe. Ruhe Sachen können wir nicht essen, ne? Doch, aber bringt halt nicht so viel. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass wenn du Eisen abbaust, du nicht mehr den Eisenblock bekommst, sondern Eisen gedroppt bekommst. Und guck mal. Genau, ja, du kannst das jetzt auch mit Fortune machen, dann kriegst du noch mehr raus. Kommt mit! Wo seid ihr denn? Ey, wir sind die übelsten im Söhlenabenteuer. Nein, das sagen wir doch nicht, jetzt macht der Schrobel hier. Oha! Kameradenschweine! Wir sind die übelsten, die Kohle am Abbauen. Raus da! Hier, Max, hallo! Links von dir, hallo! Hier, okay, Max. Let's go. Hier geht's zur Verräterbasis. Hier ist die Verräterbasis, aber nur Verräter dürfen hier rein. Ja, da bin ich jetzt auch einer. Bist du bereit? Zack, ich hab euch verraten und euer Essen geklaut. Das haben wir für dich gemacht, das Essen. Okay. Okay, lass uns jetzt eine geile Basis suchen. Kommt mit. Ja, dann müssen wir erstmal wieder alles abbauen hier. Ja, wir müssen hier warten, bis es geschmolzen ist. Und ich muss schauen, ob ich mit Kupfer. Hast du Essen, Max? Ja. Weil sonst müssen wir hier nämlich ein bisschen was durchbraten. Das gucken wir gleich. Hä, Rumatra? Der Schrot ist doch nicht da. Blöcke. Da kannst du so Kupferdächer bauen und alles. Das ist hübsch.
Ich habe versucht, euch ein bisschen abzufacken. Hat funktioniert. Okay, let's go. Komm. Ey, lass mehr suchen. Scheiß auf alles, Mann. Ich brauche jetzt mehr. Ich will jetzt starten. Wo ist der Strobel? Ist hier rechts ein Tempel oder was ist das? Nee, das ist Sandstein. Nicht so neunmal klug, bitte. Ist da hinten ein Meer? Hier ist ein Tempel. Tempel entdeckt. Zu unheimlich. Gehen wir später rein. Erst das Meer finden. Mehr. Lass uns kurz reingehen. Okay. Tempel plündern. Oh, was macht ihr? Nicht auf den Stein in der Mitte. Oh! Auf den Stein in der Mitte getreten. Was passiert jetzt? Destiny wollt ihr den Tempel looten, ne? Destiny wollt ihr den Tempel looten, oder? Seid ehrlich? Ein bisschen wollte ich auch deswegen in den Tempel rein. Ist das in jedem Tempel? Wer? Ich hab dich zurückgeprankt, Max. So geil, Junge, wie Rumatra sogar noch den Block unter dir abgebaut hat, damit du da reinfällst. Und du läufst über die Platte. Oh mein Gott, ich bin zurück im Spawn. Scheiße, ja, der ganze Stuff ist eh in die Luft geflogen. Können wir ihn kurz her teleportieren, dass du Admin rechnen? Ja, mach das, Admin. Teleportieren mal kurz her mit deinem Admin rechnen. Warte mal, ich habe keine Rechte gegeben, wenn ich ehrlich bin. Warte, aber, Moment. Warte mal, es muss so, es heißt Administrator. Administrator. Ja. Aber wenn die Kurzform von Administrator, nennst du Admin? Admin, ja. Also A-D-M-I-E-N einfach, ne? A-T. Admin. Admin, alright, schwierig. Würdest du auch sagen, oh nice, dass du Administrator bist? Oder ist es dann der Administrator? Das ist der Administrator. Aber wenn du es dir kurz so ist, Admin. Admin. So. Natürlich. Dann müssen wir aber in die andere. Das muss ich hier kurz machen für meinen inneren Monk. Einfach so. Oh, Achtung. Double Kill. Ihr seid beide reingefallen. War nicht schlecht, ja, oder? Der nächste Tempel wird noch kommen. Erdrutsch. Ihr seid beide. Wie geil, dass ihr beide reingefallen seid. Okay, neuer Tag, neues Glück. Jeder geht an seine Aufgabe. Ich habe mal eine Kiste gemacht, wo ich meine Erze lager. Die ist direkt neben meinem Höhleneingang. Hey, Rumatra, ich habe deine Hacke benutzt. Die ist kaputt jetzt. Ja. So schnell. Das war eine Goldhacke. Die ist sehr gut, aber dafür sehr schnell kaputtig. Kaputtig nennst du das, alright. Ist ja ultra dunkel und scheiß Decken. Voll, Rumatra, du hast deinen Auftrag verkackt. Witzig. Hä, was willst du von mir? Du solltest einen coolen Höhleneingang für uns machen. Das ist ein cooler Höhleneingang. Der ist dunkel, klein und hässlich. Du bist dunkel, klein und hässlich. Das ist rassistisch. Wird noch attacked. Ich kann mich nicht verteidigen, Max. Jo, was ist das für Einstellungen? Wie viel Leben haben die? Das sind die normalen Minecraft-Einstellungen. Uns fehlt ein Bett jetzt. Lass uns doch unter der Erde bauen. Lass mal ein Haus bauen. Was machen wir denn? Wie spielen wir denn? Schnell, lass uns unter die Erde gehen. Wir müssen einen Bunker bauen. Bunker bauen, Betten abnehmen. Ich hab alles hier. Mach den Deckel zu da oben. Wir kappen die Außenwelt von uns ab. Wir leben jetzt hier autark. Wir haben alles, was wir brauchen. Kommt runter zu mir. Da ist er. Ah, ich hab ein gelbes Bett. Oh, willst du es daneben liegen? Es triggert mich extrem, oder? Sauber, jetzt das ist unsere Basis. Chillig, Chef Strobel, sauber. Gut, dann würde ich jetzt sagen, starten wir das Ziegenabenteuer. Ich habe 3 Ziegen. Da ist eine 4. Ey, bauen wir jetzt schon ein Gehege, Chef Strobel? Da hinten ist eine 5. Ja. Bauen wir schnell ein Gehege, schnell, mit Holz und Zaun und Pforte. Wollen ich geh schon mal zurück, ja? Ja. Gewährleiste, dass zu 100% das Gehege steht. Lass dir von Schildstrobe ganz doll helfen. Ja. Aber wann machen sie denn den Bounce-Attack? Den Hornangriff? Ey, Leute, ich brauche eine Eskorte. Zombie-Angriff auf die Ziegen. Freunde, ich habe kein Bett dabei. Rumatra, G-Time. Ich bin leider nicht in der Nähe. Scheiße, jetzt wird die Ziegenherde von Zombies angegriffen. Und Creepern. Oh, scheiße, Leute. Kommt mal zurück. Skelettbogenschützen. Ja, das war's. Wenn ich jetzt pennen gehe und wieder herkomme, sind die Ziegen gedespawnt, ne? Oh mein Gott, ich bin gerade fast gestorben, weil ein Creeper neben mir explodiert ist. Ich brauche unbedingt eine Eskorte. Schon wieder eine Ziege verloren. Lass nicht so viele Ziegen verlieren. Das war's, Skelettbogenschütze. Wo ist Rumatra? 1 HP! Ja, ich tobe jetzt die Ziegen weg. Head Aimbot. So, ich will jetzt die Ziegen in ein Gehege haben. Wir spielen das jetzt alle zusammen. Los. Das Gehege steht, Chef Strobe, ja? Ja. Keine Faxen mehr, Full Fokus, nur auf die Ziegen. Das Gehege. Als würde dein Leben von diesem Gehege mit den Ziegen abhängen. Ja? Chef Strobe? Ja. Welche Frage stellst du dir gerade? Wo ich Eisen herbekomme. Falsch! Das Gehege. Wie wir das Ziegengehege ganz schnell hinkriegen. Das steht da schon. Gebaut. Ja, aber die Ziegen müssen da ja rein. Die Ziegen. Hier so ein bisschen ein paar Löcher gemacht und so, das finde ich geil. Ich habe jetzt schon dreimal die Frage gestellt, er ist immer falsch beantwortet. Ein Gehege mit Ziegen drin. Du musst so tun, als würde dein Leben davon abhängen. Schuck. Ja. Geschafft.
Scheiße, nur ein Weizen. Wir brauchen ganz schnell noch mehr Weizen. Aua! Mehr Weizen? Wo hast du denn Weizen angepflanzt? Ich sehe es gar nicht. Hä, wie hässlich, G-Time! Was denn? Ich hab hier ein System mit dem Zuckerrohr. Was ihr auch schon alle habt, weil ihr Eisen gehabt habt. Ich bin Aquia. Minecraft-Youtuber. Ich muss den Content eigentlich viel mehr spielen als du. Aquia Hardware. Oh, die Schafe! Die ganzen Ziegen, die können hier rausspringen! Ja, fuck, hä? Warum so, Chef Strubel, und dafür wirst du... Du solltest ein ziegensicheres Gehege machen. Alter, Chef Strubel, ich kann's nicht fassen, Mann. Warum können die Ich will nicht mehr. Werden? Das sind Sprengziegen, du Loser! Ja, oh Mann, ich hab dir wirklich eine halbe Stunde immer wieder gesagt, bau das Gehege richtig. Ja, du sagst mir nicht, dass sie da rüberspringen können über die Kackzäune. Was sind das für Scheißtiere? Ziegen schieben ist ein bisschen... Oh, ja, ist ja auch rausgejietet. Die ist genau vor meinen Augen. Es sind null Ziegen mehr drin. Alle sind abgehauen. Chef Strubel, ja. los. Wie hoch können die springen, Leute? Wirklich 10? Wenn die 10 Blöcke springen können, ist ja Feierabend. Ja, musst du einen scheiß Vogelkäfig bauen. Alle drei Ziegen. Babyziege, die erste Babyziege ist da. Alle drei Ziegen. Jetzt können wir da. Oh mein Gott, Alter, ich fordere seit anderthalb Stunden ein Gehege an. Ey, guck mal, keiner hat mir gesagt, dass sie da drüber springen können. Ich leide so. Mach mal zu, jetzt ist das Schaf raus. What? Wer war das? Du warst das, weil du nicht zugemacht hast. Ich war das nicht. Was soll das bitte für ultimative Yee-Ziegen sein? Und rausgesprungen. Die Babyziege! Die Babyziege ist rausgesprungen. Ja, das hey, lass jetzt bitte, bitte. Das fand ich jetzt witzig. Hier ist schon wieder eine rausgejietet. Hier ist auch schon eine bitte, raus. Bitte, bitte, bitte baut ein Dach. Bitte, bitte, Leute. Dach, ja. Ich baue gerade schon. Ich mache gerade Half-Slabs. Hilf mir schnell, das wieder zurückzubringen. Ich weiß echt nicht, ob wir durch Chef Strobel vogelst. Du warst doch ein total stabiler Minecraft-Spieler, oder nicht? Jetzt ist die Ziege am Flüchten und Chef Strobel weiß nicht, was er machen soll. Ja, doch, ich brauche so einen Samen. Bring mir mal schon wieder einen. Einen Samen? Du möchtest einen Samen haben und hast die Ziegen frei. Ich dachte wirklich, du bist richtig stabil in Minecraft. Hattest du diese krasse TNT-Farm und so und Holzfarm und so gebaut? Ja. Und dann hast du... Geschissen. Komplett Gedächtnisschwund des Grauens einfach. Was? Mental Reset. Ich würde sagen, wir tun jetzt mal Chef Strubel in den Squad-Stream rein. Noch gar nicht live, aber ich komme gleich. Du bist die ganze Zeit nicht live. Ja, ich bin einfach gerade direkt vom Dings rübergekommen. Ich wollte jetzt echt in den Squad-Stream packen, um herauszufinden, ob du high oder betrunken bist. Und dann sagst du, du bist noch gar nicht live. Erwischt, Chef Strubel. Krank sind die denn? Wenn wir jetzt hier 20 Schafe haben und wir schmeißen Rumatra um rein, so als foltermäßig, und er wird dann einfach 50 Mal hin und her gebounced mit der besten Rüstung und stirbt dann trotzdem. Geht das? Warum Rumatra? Weil der gemutet. Ja, oder halt Chef Strobel. Ja, es muss Chef Strobel sein, alleine für die Strafe. Ich werde das alle mal mitkommen. Komm kurz mit, Max. Und du auch. Und Dings auch da unten. Bist du da? Er weiß nicht, wie er heißt, Rumatra und G-Time. G-Time, komm. Das ist ein Test, eine Geode. Hilfe, Creeper hier unten! Was ist das? Hilfe! Was kann man damit machen? Boah, kommt hier rein! Scheiße, ich bin tot. Oh, oh mein Gott, G-Time, danke! Fuck! Alter, bin ich low. Wie krass sehen denn die Höhlen aus? Ich wollte nur gucken, was du hier machst. Ich suche nach Holz zum Farmen und ich will nicht deine... Was machst du da, Chef Strubel? Das ist schlecht. Bitte? Was machst du da, Chef Strubel? Das wollte Dings G-Time dahin bauen. Warum? Was bringt das? Frag ihn mal. Da können Kristalle dran wachsen. Was kann man denn Kristallen machen? So egal, Kristalle klingt doch krass. Ich habe auch welche, aber ich weiß nicht, was ich mit denen machen kann. Moment, wir stellen sie in die Base. Krass. Sie leuchtet einfach. Alter, ich hab mir übel die Ziegenmilch geballert. Das ist ja unfassbar nice. Holy shit. Okay, das war's mit der Folge. Chef Strubel, abschließendes Statement. Wann gibt's die nächste Folge? Was machen wir in der nächsten Folge? Und wie fandest du das Update? Bitte. Was die nächste Folge? Das haben wir noch gar nicht gerade gesagt. Aber was in der nächsten Folge kommt, ist ein neues Item, was wir zusammen herausfinden werden. In der heutigen Folge haben wir sehr viel Neues entdeckt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Lasst gerne ein Abo und Like da und haut rein. Ciao. Alter, wie Lash bist du? Ja, was? Ein neues Item? Das ist ein Mob? Das ist ein Tier, was wir fangen wollen? Und das war... Das war so falsch, was ich gesagt habe. Das war alles falsch. Betreiben, Chef Strobel. Das war alles falsch. Das war wirklich alles. Musst du jetzt nicht sagen, aber schreib mir bei WhatsApp bitte. Ich glaube, ich weiß, um was es geht. Hä? Soll mir nur nicht schreiben. Ach so, ich dachte, du sollst, aber du hast ihn
Also eben war ich mir zu 90% sicher, dass er betrunken ist und nicht stoned. Aber nach dem Auto kann ich es ganz schwer einschätzen. Ja, meine Sachen sind weg, was soll das denn jetzt? Ich habe all deine Sachen. Mein Gott. Ey, aber das war nice. Nächste Folge Axolotl, da treffen wir uns zu viel. Chef Strubel. Wieder gesehen.